Tor. Heute mit der wichtigen Vorlage zum Ausgleich. Zwar bleibt die Elf von Xavi Alonso weiterhin ungeschlagen, aber die Serie von zuletzt 14 Siegen in Folge ist damit gerissen. Manchmal ist es beim Fußball wie bei einer Ketchupflasche. Erst kommt gar nichts raus und dann schwupps, eine ganze Menge. Im Fall von Freiburg handelt es sich dabei um Tore von ihm hier, Angreifer Michael Gregoritsch. Die ganze Saison hat es nicht geklappt und dann trifft er unter der Woche in der Europa League gleich dreimal und heute in der Bundesliga gegen Mainz direkt noch einmal. Er ist der Mann der Woche beim SC Freiburg. Absolut richtig, ja. Akzeptiere ich gerne und nehme ich so an. Sein Treffer gegen Mainz entscheidet nicht nur die Partie, sondern er stoppt auch den Dreiskauer Abwärtstrend in der Liga. Wenn du verlierst, könntest du ja Tabelle lesen, wo es hingeht. Und jetzt haben wir das unterbrochen und konnte dieses Spiel gewinnen. Ich bin heute sehr, sehr glücklich.